Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Heute ist Halloween. Happy Halloween an alle. Und wenn man das schon draußen nicht wegen blöd Corona feiern darf, dann noch bitte im Spiel. Ja, Halloween geht erst um 17 Uhr los. Es ist jetzt ein paar Minuten davor. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Event sein wird. Ich habe mir noch nicht spoilern lassen und so. Deswegen mal gucken, was hier jetzt abgeht. By the way, habe ich leider Mandelentzündung gerade. Das heißt, meine Mandeln tun ganz doll weh. Und eigentlich dürfte ich gar nicht so laut reden. Also, ja, seht es mir nach, wenn hier irgendwas komisch ist. Ich habe ein bisschen Glück, dass ich nicht dazu noch irgendwie einen Schnupfen habe oder sowas. Oh, Dennis hat mir ganz viele Sachen geschickt. Weil sonst würde ich mich, glaube ich, richtig doof anhören. Aber gut, für meine Mandeln ist das jetzt auch nicht. Aber für euch, Leute, und für Halloween ziehe ich das hier durch. Auf jeden Fall, Latter Taylor. Hallo, Dizzy. Hab gehört, dass du Kartons suchst. Hier ist ein Pfirsichkarton. Oh, danke. Happy Halloween. Dir auch, Taylor, dir auch. Sogar richtig schön mit so einer Kürbiskarte. Sehr cool. Danke, Taylor. Du hast sogar was in deinen Brief reingeschrieben. Die anderen machen das nämlich immer alle nicht. Dennis hat mir noch geschrieben, ein Poster von Wolf. Danke. Von Wolfgang eigentlich. Und Happy Halloween, Dizzy. Ich habe dir ein paar Süßigkeiten gekauft, aber ess nicht alle auf einmal, oder? Gib sie deinen Bewohnern. Oder Jakob. Stimmt, Jakob kommt ja auch gleich. Das ist ja der Halloween-Geist. Okay, danke, Dennis. Und noch irgendein Geschenk. Weiß nicht, ob du es schon hast, aber falls nicht, kannst du dich freuen. Schauen wir mal. 5 Süßigkeiten hat er mir geschenkt. Das ist gut. Mit 25 Süßigkeiten sollte ich, glaube ich, ganz gut auskommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man jetzt auch noch an... Oh. Dass man auch noch an Halloween selber Süßigkeiten bekommen kann. Ich meine, wenn das Event einfach bis Mitternacht geht, ein Saxophon, okay, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen bescheuert, wenn nicht. Und mein Outfit ist natürlich gar nicht Halloween-like, deswegen... Hexiauts! Ihr seid eine kleine Katze. Eine kleine Hexe. Ist ja fast dasselbe. Ein Hexenkatzchen. Ein Hexmiauts halt. So, bevor Halloween beginnt, werden wir natürlich trotzdem nochmal in die Schneiderei gucken und auch in Nox Laden. Nicht, dass die dann auch bei Halloween mitfeiern und dann ihre Läden schließen. Das wäre ein bisschen doof. Und da sehe ich doch auch schon wieder ein Halloween-Kostüm. Ist aber, glaube ich, auch das Hexenkostüm, das ich jetzt schon anhab. Ja, leider nur das Hexenkleid, das ich sowieso schon hatte. Das ist sehr sad. Aber ich habe gerade gehört, es hat 17 Uhr geschlagen. Das heißt, Halloween geht los. Aber ich muss doch noch schnell zu den Nox. Oh mein Gott. Ich war noch nicht bei den Nox. Es kommt aber sogar eine Katze. Das ist toll. Hallo zusammen. Unser Halloween-Feier hat begonnen. Oh, die haben sich auch alle schon verkleidet. Ich bin so gespannt, als was die sich alle verkleiden. Vor allem bei meinem Wolf, bei Lupo. Wie der sich wohl verkleidet hat. Ich muss mich natürlich auch verkleiden. Sorry, Leute. So, jetzt bin ich wieder ready. Aber zu den Nooks müssen wir trotzdem... Und die Musik hat sich auch verändert. Oh, ich bin so aufgeregt auf dieses Event. Okay, Nooks Laden ist nichts Interessantes, aber wir nehmen natürlich trotzdem noch den Bonbon mit, denn unsere Bewohner sind bestimmt hungrig und wir wollen die ja nicht mit leeren Händen rumlaufen lassen. So, ab zum Event. Nooks, kommt ihr mit? Lasst uns zum Event gehen. Bin da. Die Musik ist mega cool. Sollte jetzt nicht Jakob irgendwie hier sein? Hä, wo sind denn alle? Hä? Sind die alle auf meinem Eventplatz? Nee, auf meinem Eventplatz ist auch keiner unterwegs. Hä? Sollte Jakob jetzt nicht eigentlich hier irgendwo sein? Oh, ja. Was willst du? Dein Kostüm ist süß. Was hat sie da auf? Sie ist so ein Bärchen, ne? Oh, wie schön, dass wir uns während der Halloween-Feierlichkeiten über den Weg laufen, Herr Dee. Aber pass auf, wenn du den Gruselgestalten heute Nacht keine Süßigkeiten gibst, dann bekommst du einen Streich gespielt. Na dann, mach ich mal den Anfang. Nee, was? Gib mir Süßes! Also bitte. Sonst muss ich dir leider einen Streich spielen, Häschen. Ja, mach mal. Gib mir mal einen Streich. Dann muss ich dir jetzt wohl einen Streich spielen. Abracadabra. Oh nein, was? Voll die Kratzfurie. Sie hat mir einen Kürbis auf die Wange gemalt. Lol. Ach, das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du nimmst mir den kleinen Streich nicht übel, Häschen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es an einen Spiegel oder Frisiertisch sofort wieder entfernen. Weißt du was? Hier, ich gebe dir noch einen Holztischspiegel mit. Was? Kannst du doch nicht einen Streich spielen und mir dann was schenken? Ich glaube, die hat mich einfach angemalt. Die hat mir zwei Sachen angemalt. Bleibt das jetzt für immer oder nur für Halloween? Das wäre ja witzig, wenn das für immer bleibt. Ich hätte jetzt auch meine Süßigkeiten geben können, aber warum nicht? Warum überhaupt? Was passiert denn, wenn ich einfach gar keine Süßigkeiten mitnehme? Wollen die... Ich hoffe, die klaut jetzt keiner. Wollen die dann trotzdem Süßigkeiten von mir? Hallo, Katharina. Süßes oder Saures? Her mit den süßen Schätzchen oder alleine die schrecklichen Konsequenzen. Schrecklich? Moment, Auszeit. Du hast ja gar keine Süßigkeiten dabei. Also wirklich überhaupt gar keine? Ach, da läufst du heute Abend aber mega dünn Eis, mein Freund. Hier, nimm lieber ein paar von meinen Bonbons. Ach, sie schenkt mir auch welche. Okay, da hat sich das ja schon mal gelohnt. Merci. Damit bist du gut gerüstet. Wir Halloween-Freaks müssen doch zusammenstehen, Dizzelchen. Richtig. Kriege ich jetzt immer Bonbons geschenkt? 3 Bonbons hat sie mir geschenkt. Warte mal, das probieren wir nochmal aus.
Wenn ich jetzt die ganze Zeit so Bonbons bekomme, das wäre ja richtig krass. Hallo, Rudolf. Das ist doch ein saures Kleider. Wenn ich dir keinen Streich spielen soll, dann rück was Süßes raus. Tja, ich habe leider nichts dabei. Das tut mir leid. Oh, sowas aber auch. Tja, es ist Halloween und wir feiern nach Regeln. Stopf dir die Taschen mit Süßen voll und mach mit. Okay, anscheinend schenkt nur der erste Typ dir Süßigkeiten. Aber so kann man sich zumindest 3 Süßigkeiten nochmal für lau holen. Das ist doch nett. So, Rudolf, ich habe natürlich doch Süßigkeiten. Ich hoffe, dir hat mein Streich jetzt nicht zu übel gespielt. Ich mag keine Dämonenhörnern. Erschrecken und erschreckt werden. Süßes verteilen und selbst Süßig einsachen. Ach, Halloween. Ja, und ich hab Süßes für dich. Ich wollte dir Süßes geben. Oh, Rudolf, ich mag dich doch. Na gut. Was passiert denn, wenn man bei denen in den Häusern reinguckt? Guten Tag. Auch eine Dämonin. Okay, Bea hätte ich jetzt gar nicht als Dämonin eingeordnet. Aber gut, vielleicht ist sie auch ein Reh oder so. Weiß ich nicht. Fröhliches Halloween. Ich habe auf dich gewartet, Dizzy. Ich gebe nämlich allen, die verkleidet vorbeikommen, Bonbons. Hier ist auch eins für dich. Ach, das ist ja cool. Okay, also so kriegt man auch Bonbons. Ja, war klar, dass man irgendwie noch Bonbons bekommt. Ja, auch ein schönes Halloween. Willst du nicht vielleicht trotzdem Süßigkeiten? Ich habe massenweise Bonbons übrig, falls du also heute Nacht hier untertauchen möchtest. Mein Haus steht dir immer offen. Okay, sie hat noch mehr. Dann kann man bestimmt häufiger mal zu ihr hinkommen und Süßigkeiten verlangen. Oh ja, Rudolf, jetzt habe ich was für dich. Oh, jetzt aber süßes oder saures Kleider. Sonst spiele ich dir einen Streich, ja, ja. Ich habe doch ganz viele. Bitte nimm nicht alle 30, sondern nur einen, ja? Oh, sieh an, du bist vorbereitet, was? Ha, ich bin beeindruckt. Hm, jetzt schulde ich dir was. Mal schauen. Wie wär's denn mit einem Kürbis-Tischgedeck? Oh, und da bringt mir noch eine Emotion bei. Erwischt! Oh, ich habe gesehen, dass du gezuckt hast. Wenn du also mal wieder schrecken willst, weißt du jetzt, wie es gemacht wird. Krass. Hä, wie cool ist er denn? Rudolf ist der Beste. Danke. Wie süß! Das muss auf jeden Fall rein. Freude ist verboten an Halloween, ja, ja. Stattdessen nehmen wir Erschrecken. Wie süß das ist. Okay, cool. Danke, Rudolf, fürs Erschrecken. Aber an sich müsste doch der Jakob jetzt hier irgendwo sein, oder nicht? Da! Hallo, Jakob. Hallo. Süßes oder saures? Ich bin Jakob, der Prinz von Halloween. Dies ist die Nacht für schauerliche Leckereien und süße Leckereien. Komm zu mir, Halloween ist hier. Ah, es war so aufregend, diesen Tag näher zu sehen. Ich hatte direkt Gänsehaut. Jetzt ist es soweit und ich brauche einen Gehilfen. Sag mir, Kürbiskopf, denkst du, du hast das Zeug dafür? Ja, siehst du nicht, was für eine gemeine Hexe ich bin? Ja, so lob ich mir das. Und natürlich belohne ich gute Arbeit meiner Untertanen auch prinzlich. Du fragst dich sicher, was das für eine Arbeit ist, richtig? Naja, pass auf, bring mir einfach Süßigkeiten. Oh, ich spüre, du hast sogar schon Süßigkeiten, Kürbiskopf. Okay, dann Süßes oder Saures. Na los, gib mir den Süßkram, Kürbiskopf. Klar, ich hab doch ganz viel. Nimm ruhig alles. Zeit für Süßes. Nom, 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 nom. Oh ja, oh Karius. Oh, wie köstlich, Kürbiskopf. Und nun zu deiner Belohnung. Weiter deine Augen an dieser fantastischen Belohnung. Mein Kopf. Ach was, dann gibt er einem bestimmt sein ganzes Outfit, oder? Dass man selber als Jakob rumlaufen kann? Ja, fabelhaft, Kürbiskopf. Jetzt kannst du dich in deiner wahren Aufgabe stellen. Als nächstes wünsche ich, dass du mir die Köstlichkeiten aller Köstlichkeiten bringst, nämlich Lollis. Untertanen, die mir diese Delikatesse bringen, erwarten noch weitere unheimlich tolle Belohnungen. Ach so, und hier, ich habe noch eine Halloween-Emotion für dich. Pass gut auf, Kürbiskopf. Naja, wenn du mir nichts Süßes gibst, wirst du es bereuen. Ja, das ist diese Heimgesucht-Emotion, ne? Ja, ich glaube schon. Und ich höre da im Hintergrund schon die ganze Zeit die Bewohner, wie sie Leute erschrecken. Richtig geil. Ich freue mich voll. Okay, ich glaube, das sind die einzigen Emotionen, die man an Halloween bekommt. Aber die sind ja trotzdem beide schon sehr geil. Da, guck, er macht das auch. Okay, Unglaube kommt weg statt Unglaube. Kommt Schocken rein. Das ist so süß. Ihr seid so knuffig, ihr beiden. Ich mach mit. Ich bin besessen. Habt ihr Angst? Das ist ja so süß. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh, wollt ihr vielleicht Süßigkeiten von mir? Ah, Süßes oder Saures, sonst gibt's Sauerkraut. Oder Saures, egal. Jedenfalls darfst du was zum Naschen rausrücken, und zwar pronto, Häschen. Alles klar, hier hast du Süßigkeiten. Heiz, du bist doch der Süßeste von allen. Nimm ruhig. Er sieht ein bisschen komisch aus mit dem Hut, aber sonst.
Tja, dann wäre wohl ein Dankeschön von mir angebracht. Zum Beispiel eine Kürbisgirlande. Das perfekte Halloween-Geschenk, stimmt's nicht? Weiß ich, was ist denn eine Girlande? Ich weiß ja nicht mal, was eine Girlande ist. Halloween ist echt das Schärfste hier, ist hier, ich stehe total drauf. Ah, sag auch Häschen, alle sagen Häschen, ich hasse Häschen. Was ist eine Girlande? Girlande ist... Ah, das ist sowas zum Aufhängen. Okay, dann ist das nur fürs Haus. Das ist sad. Und was ist ein Kürbis-Tischgesteck? Ich glaube nämlich, das habe ich schon. Nein, das ist auch was Neues. Das packen wir gleich in unser Kürbis-Event-Plätzchen. Dann kommt das Tischgesteck hier rauf. Sehr schön. Aber an sich, viel mehr ist das nicht, oder? Katharina, willst du vielleicht auch noch Süßigkeiten? Ja, Süßes oder Saures. Her mit den süßen Schätzchen oder leider die schrecklichen Konsequenzen. Ich hab schon Saures bekommen. Hier, nimm ruhig alle Süßigkeiten, die du haben kannst. Yes, Süßes für die Süße. Du bist spitzi, Dizzy. Und hier ist was für dich. Ein Kürbisteppich. Okay, also so kann man jetzt die ganzen Halloween-Sachen sich erarbeiten, wenn man den quasi die ganze Zeit Süßigkeiten gibt. Misuzu geht als Mumien-Dämon-Viech. Süß. Lupu geht als Hexendämon. Okay, von mir aus. Irgendwie steht ihm das, so ein bisschen weiblicher Look. Mag ich, Lupo. Kann's gerne öfter so gehen. Ob es verschiedene Streiche gibt? Okay, komm, wir probieren's aus. Niemals, Lupo. Du warst ein böses Kind und böse Kinder kriegen keine Süßigkeiten. Was? Na gut, dann also ein Streich. Gabam! Kratzfurie! Oh, das sieht jetzt auf jeden Fall anders aus. Oh, das habe ich gut hingekriegt, würde ich sagen. Viel Spaß mit deinem neuen Look, Ovo. Er hat mir Narben verpasst. Die sieht man jetzt nicht so gut wegen meinen Schnurrhaaren. Aber ist auch cool. Also bisher mochte ich die. Ob es dann noch mehr verschiedene gibt? Buh! Der Heiz im Hintergrund. So, was hat er gemacht? Carsten, Lead Stylist. Das wird dich sich bestimmt gut auf der großen Leinwand machen. Oh, und ansonsten hoffe ich natürlich immer noch auf Süßes, Ham. Was hat er gemacht? Ah, er hat mir so alter Typs Sachen gemacht. Ich sehe jetzt alt aus. Heinz, das macht mir Angst. Da verfalle ich doch glatt in Panik. Oh, ihnen tut es auch leid, dass sie mich in Panik versetzt haben. Was treibst du denn so an Halloween? Was Geistreiches? Haha, wegen Geister, verstehst du? Okay, dann würde ich sagen, ich werde mir jetzt noch ein paar Süßigkeiten holen von allen möglichen Bewohnern. Beziehungsweise die Sachen. Und vielleicht kriege ich auch irgendwann ein Lolli. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mehr Stuff habe. Und dann zeige ich euch, was es da so gibt. 20 Minuten später. Okay, also folgendes. Ich habe jetzt ein paar Bonbons verteilt. So 9 Stück oder was. Und ich habe auch schon Lollis bekommen. Ich glaube, das ist zufällig, wann man die bekommt. Aber ich habe bisher auch noch keine doppelten Sachen bekommen. Heißt, also ich habe hier zum Beispiel noch einen Kürbisboden bekommen, den habe ich schon gesehen. Aber ich habe hier auch eine Kürbistapete bekommen und einen DIY für die Kürbisgirlande zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es auch noch mehr und man bekommt die dann so lange, bis man halt wirklich alles hat. Und einen Kürbistischgedeck DIY habe ich auch noch bekommen. Und dem Jakob kann man insgesamt 2 Bonbons geben. Also 2 Bonbons solltet ihr für ihn aufbewahren. Weil dafür kriegt man dann, kann ich euch ja auch mal zeigen, die Jakob-Maske einmal. Mist. Ja, Moment. Ich bin ein alter Weihnachtsmann, ja, ja. Auf jeden Fall kriegt man die Jakob-Maske von ihm und sein Gewand. Und dann sieht man quasi aus wie Jakob. Nur habe ich jetzt noch coolere Flügel. Wer ist jetzt der richtige Jakob? Lol, Jakob ist kleiner als ich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und er wollte nach den 2 Bonbons nämlich nur noch Lollis bekommen. Und jetzt bin ich gespannt, was er mir dafür gibt. Oh, wohl an, ich sehe, dir gefällt mein Stil. Als würde man in einem Spiegel blicken. Mich schaudert's gar nicht wohl, ich Kürbiskopf. Du bist ein Kürbiskopf. Nicht ich, du. Er lacht uns aus. Und wenn man das nämlich zum Beispiel bei Heinz macht, der macht dann mit. Oh, er macht doch nicht mit. Vorhin haben die noch mitgemacht. Heinz, mach mit. Heinz, du bist doof. Doch, da guck, er macht mit. Das ist süß. Okay, hier, Jakob, ich will dir einen Lolli geben. Oh, den Geruch, den kenne ich doch. Hast du etwa einen Lolli für mich? Oh, nein, nein, oh doch, aber ja. Fröhliches Halloween. Die großartigste Süßigkeit von allen. Mein absoluter Favorit, ein Lolli. Alles andere kann warten. Zeit für etwas Süßes. Euer Lolli, oh ja, geil, Süßes. Köstlich. Schauer laufen mir über den Rücken. Du hast deine Pflicht bemerkenswert erfüllt. Du verdienst eine besondere Belohnung. Hier, nimm dieses Blatt an dich. Es ist eine Kürbiskutsche. Und er braucht mehr Lollis. Gib mir mehr Lollis. Eine Kürbiskutsche ist ja mega cool. Zeig mal her. Ist das wie aus Disney? Ja, es ist einfach so eine Disney. Die ist ja fantastisch. Macht die Geräusche, wenn man sie bewegt? Also, Moment.
Ja! Die Räder machen Geräusche. Das ist ja der Wahnsinn. Ich liebe es. Okay, ich habe noch ein Bonbon. Hast du vielleicht noch was anderes für mich? Oh ja, Lolli. Immer noch köstlich. Und dafür kriegst du dieses DIY. Das ist eine Bastelanleitung für eine Kürbiskutsche. Ja, ja, jetzt kannst du so viele Kürbiskutschen herstellen, wie du willst. Auch nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht genau, wofür man mehrere Kürbiskutschen braucht. Hm, dann könnte man... Ja doch, man könnte halt so einen Disney-Wald oder sowas damit machen. Wie viel kostet der denn zum Beispiel? Und kann man den noch umdesignen, ist die Frage. 30 Orangekürbisse und sehr, sehr viel Holz. Jupp, man kann sie umdesignen. Für nur 7 andere Kürbisse. Also so sieht die in Orange aus, in Gelb sieht sie so aus, in Grün so. Tut sich nicht wirklich viel, ne? Also wirklich nur die Farbe verändert sich hier. Schade, weil bei den anderen Kürbis-Gegenständen ist das so, dass dann das Gesicht da drin anders aussieht und so, aber hier ist es wirklich nur die Farbe. Und noch eine Sache, die ich rausbekommen habe. Ihr müsst einfach nur verkleidet zu den Bewohnern gehen, die zu Hause sind. Und die geben euch dann jedes Mal einen Bonbon. Ach, guck mal, die haben sogar noch Special-Aussagen, wenn die denken, das ist Jakob. Hä, hey, Jakob, oh nein, hier, nimm diesen Bonbon, aber spiel bitte nicht mit mir einen Streich. Aber das funktioniert auch, wenn ihr normal hier seid und nicht als Jakob. Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Ach, du bist es ja nur, Herr Die. Du siehst genauso aus wie Jakob. Da hast du mir aber einen schönen Schrecken eingejagt. Naja, das Bonbon kannst du aber behalten. Also wenn ihr Bonbons braucht, dann geht einfach, weiß ich nicht, alle 5 Minuten oder so zu den Bewohnern in ihren Häusern hin und die geben euch immer und immer wieder Bonbons. Das kann ich euch zeigen. Ich habe ja am Anfang, da war ich schon hier bei der Bär. Wenn ich jetzt nochmal reingehe, verkleidet, dann wird sie mir trotzdem nochmal einen Bonbon geben. Oder Bär, du gibst mir noch einen Bonbon. Oder Jakob, hier, nimm ein Bonbon. Jetzt denkt ihr alle, ich bin Jakob. Witzig. Und ich werde dich heimsuchen. Das ist so süß, wie die mitmachen. Ach ja. Also so kommt ihr auf jeden Fall an endlos Bonbons ran, wenn ihr über den Monat hinweg nicht jeden Tag bei Nox wart. Gut zu wissen. Sprechen die mich denn jetzt trotzdem an oder trauen die sich jetzt gar nicht mehr an mich ran, weil ich dieses Jakob-Kostüm habe? Das kann halt echt sein, weil davor sind die immer aufgesprungen mit ihren Ausrufezeichen und sind zu mir hingelaufen. Ich glaube, jetzt haben die alle Angst vor mir. Jakob! Oh nein, bitte spiel mir keinen Streich, bitte. Hier etwas Süßes als Opfergabe. Leute, wenn man als Jakob rumläuft, geben sie einen alle Süßigkeiten. Okay, wenn ihr euch als Jakob verkleidet, habt ihr einfach Jackpot. Das ist ja richtig cool. Lol, okay, dann muss ich den wieder umändern. Das geht nicht, dass sie mir alle Süßigkeiten geben. Ich will euch doch Süßigkeiten geben, damit ihr mir Sachen schenkt. Oh, ich hab's nicht so mit Kostüm, aber umso mehr damit, meine Nachbarn zu erschrecken. Ja, und jetzt, wo ich das Jakob-Ding nicht mehr anhab, sind sie auch wieder gewollt, zu mir hinzugehen. Also wenn euch das nervt, dass sie euch die ganze Zeit hinterherlaufen, dann verkleidet euch einfach. Okay, für den dritten Lolli kriegt man noch ein DIY, und zwar für einen Kürbisstab. Okay. Und er meinte gerade, das sind genug Lollis. Heißt, mehr wird man von ihm wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber man kann ihm noch Sachen geben. Ich vermute, er gibt dann Kürbisse, wenn man ihm jetzt noch mehr gibt. Also es ist der vierte Lolli, den ich ihm gebe. Und er gibt mir dafür noch eine Jakobsmaske. Okay, also ihr braucht 3 Lollis insgesamt, damit ihr alles von Jakob bekommt. So, nach knapp einer Stunde, also ihr seht, es ist jetzt 18 Uhr, habe ich dann, glaube ich, alles bekommen, was man an Halloween bekommen konnte. Am besten finde ich aber tatsächlich die Emotionen, glaube ich. Die sind so geil. Und ich muss gleich nochmal gucken, ob es verschiedene Gesichtsdinger gibt. Also da habe ich ja auch erst 2. Ich habe sonst immer einen was gegeben. Aber ja, alles, was ihr jetzt in diesem Raum hier seht, kann man quasi an Halloween bekommen. Also hier dieses Tor. Und ja, ihr seht ja, was hier alles ist. Also die poste ich hier natürlich nicht, aber die fand ich, passen hier ganz gut rein. Außer es in der Mitte. Das von Jakob hat man ja bekommen. Da oben ist auch noch eine Girlande. Die sieht man ja gar nicht. Die ist so weit oben. Und ja, das ist jetzt hier mein Raum. Also nicht so viel Kram, aber schon mehr als ich dachte, zumindest. Ich kann euch ja auch nochmal zeigen, was es so für Bastelanleitungen gibt. Ich habe jetzt keine Bastelanleitung gefunden für irgendwie einen orangen Radio oder so, dass man hier irgendwie Musik machen könnte. Das ist ein bisschen sad. Aber ja, an sich gibt es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Halloween-Sachen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall angefangen, doppelte Sachen zu bekommen und auch keine DIYs mehr und sowas. Deswegen vermute ich, dass das alle sind. Und hier diesen Kürbiszaun, den meinte ich letztes Mal noch, dass ich den haben wollte. Mir war nicht bewusst, dass das ein Halloween-Projekt ist. Ja, und das wäre quasi Halloween gewesen soweit, glaube ich. Achso, und diesen komischen Stab habe ich auch noch bekommen. Den finde ich auch super cute. Und mit dem kann ich mich natürlich zurückverwandeln zu Jakob, denn ich war es die ganze Zeit. Ja.
Keine Ahnung. Also ich fand Halloween auf jeden Fall süß. Finde ich gut, dass sie sowas auch ins Spiel eingebunden haben. Wie gesagt, endlich mal wieder ein Event, wo ich auch Freude dran hatte. Nicht so wie dieses Hochzeits-Event und sowas. Keine Ahnung. Aber ich fand das Event gut. Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das Event an sich fandet, ob ihr es auch gespielt habt und so. Ich gebe dem Event auf jeden Fall eine 8 von 10. Eine solide 8 von 10. Was mir gefehlt hätte, wäre halt so ein DIY für ein Radio, für ein Kürbisradio. Das hätte sich, glaube ich, noch angeboten. Aber sonst, es gibt halt sehr viele Kürbisse, die man auch alle noch veränderlichen kann. Also, dass sie grün sind und sowas und dann auch andere Gesichter haben, das finde ich sehr gut. Was ich auch sehr gut fand, dass jetzt Kürbisse reingekommen sind. Damit kann man halt auch noch viel mehr machen. Ein neuer Zaun ist halt auch dazu gekommen. Also, das Update hat schon sehr viel reingebracht hier, dieses Halloween-Update. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde auch süß, wie die sich alle verkleidet haben und auch ihre eigenen Lines haben jetzt extra für Halloween. Also, die sagen alle was anderes. Erst hier! Bitte, Jakob, ich habe Süßigkeiten. Hier, nimm sie bitte alle. Finde ich schon knuffig. Also dieser Jakob scheint wohl der schwarze Mann in Halloween zu sein, sozusagen. Ohne jetzt rassistisch klingen zu wollen. Aber ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Halloween-Event. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn's nicht mehr Halloween-mäßig ist. Mal gucken, was sie zu Weihnachten machen. Bis dahin, Leute. Und tschüss.